Ja, Leute, heute gibt es eine ganz, ganz entspannte Runde. Was wir unbedingt mal machen sollten im Simulator, wenn ich mich so ein bisschen an den ganzen Simulator-Kram gewöhnt habe, weiß ich gar nicht, inwiefern da beim A320 irgendwie Alternate Law und irgendwelche Abnormal-Sachen simuliert sind, aber das können wir dann mal alles durchgehen und sowas. Können den mal stallen, können mal ein, zwei Go-Rounds fliegen, können ein bisschen Crosswind-Landung üben und sowas. Weil ich habe das Gefühl, immer wenn es irgendwelche X-Plane-Livestreams auf YouTube oder auf Twitch gibt oder sowas, das ist schon alles sehr professionell, ne? Also professionell im Sinne von, da ist wirklich viel Linienfliegen einfach angesagt. Also ich bin auch sehr offen dafür, dass wir einfach mal mit dem Flugzeug so ein bisschen Quatsch machen, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das ist ja gerade das Schöne, dass vieles so gut simuliert ist, dass man da auch einfach mal ein bisschen rumprobieren kann. Ich weiß, ich kenne einige von euch ein belgisches Pattern. Es ist einfach die schnellste Art und Weise, eine Platzrunde zu fliegen. Belgisches Pattern ist genau so eine Sache zum Ausprobieren. In München wollten wir los. Dann geht's nach Hamburg. München gerade 08 oder 26? 08, danke euch. Und einer schreibt 26 rein. Perfekt, Leute. Ich frage euch nie wieder. Wir haben gewechselt auf die 08 Left, also die nördliche Bahn. Diese Input Departure geht von München aus auf der 08, dann einfach links herum in Richtung Norden und dann ist man da ganz entspannt unterwegs. Und da seht ihr auch den Alternate, so wird es dann nach Bremen weitergehen. So, und dann haben wir hier wieder einen OFP, einen Flugplan, einen Flightplan von München nach Hamburg. Ich hab's ja euch beim letzten Mal schon gesagt, es ist tatsächlich genau so, sieht das einfach im Real Life auch aus. Ob ich schon mal im echten Leben eine Landung richtig versemmelt habe. Tatsächlich noch nicht. Man ist ja auch eigentlich gut trainiert darauf. Man ist eher dazu geneigt, einen Go-Round zu fliegen, wenn man eben merkt, mit der Landung passt irgendwas nicht. Anstatt das Flugzeug einfach wie ein Bekloppter in den Boden rein zu hämmern. Habt ihr halbwegs verstanden, was ich sagen wollte? Wie ging das hier nochmal? Ach cool, und das sind alles andere Leute, die jetzt mitmachen? Oder die jetzt gerade halt in München fliegen? Krass. Bremen ist der Alternate. Wir fliegen von München nach Hamburg. Flugnummer ist die Lufthansa. Oh, Tokyo Mike. German Air Force One. German Air Force One, you can expect runway 26 left. 26? Ja, jetzt hat sich die Bahn gedreht. Das heißt, obwohl wir einen Flugplan gefeilt haben, werden wir logischerweise nicht die Piste 08 bekommen, sondern dann auch die 06. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Auch die 26. Die Gegenrichtung von der 08 ist die 06. Habt ihr noch Fragen? So, in München soll es dann rausgehen. Auf der 26. Gute Frage. 26 right dementsprechend für uns wahrscheinlich, ne? Lufthansa Tokyo Mike, München Apron, Servus. Information Oscar Current, startup approved, clear to Hamburg via input 2 November departure, flight plan route, interest climb, flight level 70, squawk 1000. Lufthansa 2 Kilo Mike at position 206, request pushback. Lufthansa 2 Kilo Mike, pushback approved, facing north. Lufthansa 2 Kilo Mike, pushback is approved, facing north. Das heißt, der soll uns da so rausschieben. Ach fuck, habe ich das jetzt richtig gemacht? Nee. Profi. Ah, ich muss einfach einmal klicken. Sehr gut. Boden an Brücke. Schlepper ist verbunden. Der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Engine 2 start. Engine Number 2 läuft hoch. So, und auch das Engine 1 läuft. Das heißt, das geht wieder auf Norm. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Die Parkbremse sollen wir wieder setzen, das haben wir gemacht. Wir machen währenddessen schon mal ein Flight Control Check, voll praktisch von außen. Lufthansa 2 Kilo Mike, Request Taxi. Lufthansa 2 Kilo Mike, Taxi to Entry November 4 via Whiskey 2 Delta 1. Lufthansa 2 Kilo Mike, Entry November 4 via Whiskey 2 Delta 1. München Tower, schönen guten Abend. Lufthansa 2 Kilo Mike, Intersection November 4. München, hello. Give way to your wings, Boeing 738 for passing from left to right. After taxi to 0.326 right by November Alpha Madrid.
So, den Kollegen sollen wir vorbeilassen. Dafür machen wir die Lichter kurz aus, damit, so lange wie ich dafür brauche, na gut, hat sich das Thema auch schon wieder. So, der vor uns hat eine Line-Up-Clearance bekommen. Das sollte ein Eurowings-Flieger sein. Kriege ich das noch irgendwie hin, dass die Liveries auch passen? Also, dass wir da auch eine Eurowings-Bemalung sehen würden? Eurowings 2 Alpha Golf, Wind Variable 1 Knot, Runway 26 Right, Left. So. Clear for Takeoff, Runway 26 Right, Eurowings 2 Alpha Golf. Der Kollege hat eine Takeoff-Clearance. Lufthansa 2 Kilo Mike, behind the parking, Eurowings 737, Line-Up, Runway 26 Right, Right. Lufthansa 2 Kilo Mike behind departing Eurowings 737, lining up runway 26 right behind. Lufthansa 2 Kilo Mike, wind variable 1 knot, runway 26 right, clear for takeoff. Lufthansa 2 Kilo Mike, runway 26 right, clear for takeoff. Sidestick wird leicht nach vorne gedrückt, N1 auf 50%, Triebwerke laufen stabil hoch. Manflex SAS Runway. Thrust set. V1 und Rotate. Lufthansa 2 Echo Mike, Line up Runway 26 Right. Positive Climb. Gear up. NAV steht dran. In Shen Tower, Lufthansa 8 Number Tango, Plus 1 after departure. Und Thrust Climb. Left of the threshold, out there, leave the box, leave the controls on there, Foxworth, and variable 1 knot, Runway 26 Left, left takeoff. Und Autopilot 2 fliegt. Lufthansa 2 Kilo Mike, Contact Mission Radar, Unterdreh, Flap 0, Speed Check, Flap 0, Lufthansa 2 Kilo Mike, 123905. Vielen lieben Dank, tschüss. Radar, schönen guten Tag, Lufthansa 2 Kilo Mike, Passing Altitude 5500 feet, Climbing Flight Level 70. Lufthansa 2 Kilo Mike, hallo München, Identified, Climb Flight Level 190. Lufthansa 2 Kilo Mike, Climbing Flight Level 190. Und da lassen wir den Münchner Flughafen hinter uns. Normalerweise wird das Flugzeug jetzt hier die Nase runternehmen und beschleunigen. Macht er aber nicht, weil wir hier eben noch das Constraint drin haben. Das macht der Airbus jetzt aber gleich ganz automatisch. Das heißt, wenn wir über diesen Punkt drüber sind, nimmt er automatisch die Nase runter und beschleunigt dann auf seine eigentliche Climb Speed. So, wir sind über den Punkt drüber. Das 250 Knoten Constraint haben wir bis dahin gehalten. Das heißt, jetzt kann er die Nase runternehmen und weiter beschleunigen. Lufthansa 2 Kilo Mike, Contact Radar 132, das 055, goodbye. 132.55, Lufthansa 2 Kilo Mike, danke, ciao. Radar, schönen guten Tag. Lufthansa 2 Kilo Mike, Passing Flight Level 126, Climbing Flight Level 190. Lufthansa 2 Kilo Mike, München Radar, schönen guten Abend, Identify, Climb Flight Level 280. Lufthansa 2 Kilo Mike, Climbing Flight Level 280. Und da haben wir eine Climb Clearance auf unsere Reiseflughöhe bekommen. Der Tower in München schreibt, danke fürs Vorbeischauen und danke für den guten Service, mein Freund. So, und dann fliegen wir dahin. Jetzt steht der Alt Cruise. Das ist für uns das Zeichen, dass wir das Tickers auf Below stellen. Und es sieht besser aus. Bremen Räder, schönen guten Tag. Lufthansa 2 Kilo Mike, Flight Level 280. Lufthansa 2 Kilo Mike, Bremen identified. Du auch nach Hamburg? Supi, aber denk dran, Nachtflugverbot greift gleich. Ich wohne direkt am Final für die 05, da muss ich mich wieder beschweren. Aber ein Nachtflugverbot gibt es in Watzum nicht, oder? Ja, das wäre mal hardcore übertrieben. Das wäre zu realistisch. Oder beziehungsweise. Lufthansa 2 Kilo Mike, Prost, direkt Hamburg, VOA. Lufthansa 2 Kilo Mike, direkt Hotel Alpha Mike, dankeschön. Hamburg Artis ist von 21.50 Uhr, okay. Also Runway 15 in use. Und Lufthansa 2 Kilo Mike, Request Descent. Lufthansa 2 Kilo Mike, Descent Flight Level 110 initially. Lufthansa 2 Kilo Mike, Descent Flight Level 110. Also, welche Speed man ist 2000? Lufthansa 2 Kilo Mike, Flight Level 110. Lufthansa 2 Kilo Mike, Contact Arrival 136675, bleibt gesund, ciao. Lufthansa 2 Kilo Mike, 136675, vielen lieben Dank, tschüss. Hamburg Arrival, schönen guten Tag. Lufthansa 2 Kilo Mike, Passing Flight Level 135, Descending Flight Level 110, Info Sierra. Lufthansa 2 Kilo Mike, Runa Identified, Left Hand Vectors RS 15, Continue Present Heading, Descend Level 70. Lufthansa 2 Kilo Mike, we expect Vectors 1 ILS, Runway 15, descending altitude, descending flight level 70, continue present heading.
2 Kilo Mike, speed 250. Lufthansa 2 Kilo Mike, reducing speed 25 so much. Fast I'll open the descent. 2 Kilo Mike, descend 5000 feet, QNH 1027. Lufthansa 2 Kilo Mike, descending altitude 5000 feet, QNH 1027. Also, Thrust Idle Open Descent, 5000 Feet, Blue, QNH 1027, 10.000 Fuß sind wir durch, Landing Lights gehen an, ILS. Lufthansa 2 Kilo Mike, Left Turn Heading 330. Hier können wir jetzt schön auf dem Downwind runter auf die 5000 sinken. Left Heading 180, ganz entspannt. To go, Speed Vertical Speed minus 1000, Speed geht runter auf 230. Lufthansa 2 Kilo Mike, reducing speed 220 knots at speed 220 knots, descending altitude 4000 feet. So. Lufthansa 2 Kilo Mike, left turn heading 270, speed 180. Lufthansa 2 Kilo Mike, left turn 270, speed 180. Flaps 1, speed check Flaps 1. Geil, der hat richtig zu tun. Und speed check Flaps 2. Lufthansa 2 Kilo Mike, left turn heading 2, confirm heading 240. That's affirmative, 240, down 2000 feet. Lufthansa 2 Kilo Mike, left turn heading 240, descending altitude 2000 feet. Der knüppelt uns da jetzt richtig rein. Also jetzt gehen wir gar nicht mehr auf den Final Approach Point in 3000, sondern er nimmt uns vorher, schickt uns vorher auf den, aufs ILS. Da seht ihr den anfliegenden Verkehr und hinter dem hängen wir uns jetzt direkt drauf. Geil, da seht ihr den anfliegenden Verkehr. Da ist der Platz und jetzt müssen wir eine Kurve kriegen. Lufthansa 7 Juliet Foxtrot, Speed 180. Lufthansa 7 Juliet Foxtrot, Speed 180. Wizz Air 155, heading north. Oh, das wird knapp. Heading north, Wizz Air 155. Lufthansa 2 Kilo Mike, left turn heading 170, cleared ILS 15. Lufthansa 2 Kilo Mike, left turn heading 170, cleared ILS 15. Lufthansa 2 Kilo Mike, Speed 160 knots. So, das soll noch passen. Ey, jetzt macht der Lockstar, das macht der Lotsen mega gut. Mega gut. Richtig, richtig gut. Geil. Genau aufs ILS drauf, in 2000 Fuß, Speed 160, perfekt. Das hat der Lotsen richtig, richtig gut gemacht. Krass. Hamburg Tower, schönen guten Abend. Lufthansa 2 Kilo Mike, established ILS 15. Lufthansa 2 Kilo Mike, Hamburg Tower, guten Abend. Arrival Head, Windcheck 340 degrees von uns. Lufthansa 2 Kilo Mike, roger. So, Glide Slope Star und Gear Down. Die Lichter gehen an. Die Spoiler sind an. Henning Pascal. Danke. Speed managed. Flaps 3, Speed ist checked, Flaps 3 und Flaps full. Landing checks, no blue und dann können wir landen. Lufthansa 2 Kilo Mike, sieht so aus, als wäre die Vorausfliegenmaschine weg. Wind 340 degrees vor Nats, Runway 15, clear to land. Lufthansa 2 Kilo Mike, perfekt, Runway 15, clear to land. 70. Autopilot off. So, Spoilers, Reverse, Green und Descent. Und hier geht's raus. Und schnell. Und Reverser gehen rein. Lufthansa 907, Liner Runway 33 entfällt.
Lufthansa 2 Kilo Mike, willkommen in Hamburg. Continue on Echo 1 Cross Runway 23 und wir aber seit April und 1-1 der SMS 7. Danke fürs Fliegen. Tschüss. Lufthansa 2 Kilo Mike, we continue on Echo 1 Cross Runway 23. And on the other side, 1-2-1, decimal 7. Vielen lieben Dank, Hamburg, April. Schönen guten Tag, Lufthansa 2 Kilo Mike on Alpha 4. Lufthansa 2 Kilo Mike, willkommen in Hamburg. Taxi to Gate 04 Alpha via Zulu 1. Lufthansa 2 Kilo Mike via Zulu 1, Gate 04 Alpha. Jetzt würde man, um niemanden zu blenden, das auf Ausstellen. Hamburg, April, good day, Lufthansa. Parkbremse ist gesetzt. Dann Engine 2 off. Engine 1 off. So, Fuel Pumps gehen aus. Muss man sich jetzt nochmal beim Lots melden? Nein, nein, das ist durch. Im Watson kannst du es logischerweise machen. Lufthansa 2 Kilo Mike bedankt sich für den Service. Schönen Abend noch. Lufthansa 2 Kilo Mike, danke fürs Fliegen nach Hamburg und Gruß an deinen Stream. Super, danke dir.